Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Opening Video hier bei Gate to the Games. Und heute haben wir für euch die brandneuen Schicksalsspiele Themendecks Zygarde und Lugia. Alle beide machen wir heute mal auf. Und wie heißen sie richtig? Donneramboss und Himmelshammer, glaube ich. Ja, Donneramboss und Himmelshammer. Und wir schauen uns die an. Wir haben auf jeden Fall einen Lugia dabei. Das ist sehr schön. Und ja, wie immer 60 Karten, Kartenliste, Münze, Spielunterlage, Code, Kartenbox und Schadensmarken. Und wir schauen uns einfach mal an. Ich weiß jetzt auch gar nicht die Farben. Ach, hier sehen wir es schon. Da haben wir Feenenergie und Feuer. Und hier haben wir Kampf und Pflanze. So. Ich mache jetzt mal beide Decks in einem Video auf. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das besser findet. Oder ob ihr lieber beide Videos einzeln haben möchtet. Weil es mir Spaß macht, keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wir fangen jetzt direkt an. So, das war Lugia. Von Zygarde kommt ja jetzt bald auch eine neue Box raus, eine Premium-Box. Die Zygarde Xbox. Könnt ihr bei uns im Shop schon vorbestellen, wenn er möchte. Ich weiß nicht, wie viel da rauskommt. Die sind ja immer alle streng limitiert zurzeit. Schaut gerne mal rein. Link zum Shop packe ich euch in die Beschreibung. Und hier packen wir erstmal alles aus. Da haben wir die Schadensmarken, die Erklärung, die Spielunterlage. Das packe ich mal alles zur Seite. Hier haben wir wieder Schadensmarken und so weiter. Dann haben wir hier Zygarde und Lugia, das legendäre Pokémon aus der zweiten Generation. Oh, jetzt habe ich die. Ne, hier muss Lugia hin. So, dann haben wir natürlich noch die Münzen mit entsprechend einmal Lugia als Motiv. Hier haben wir sie. Oh, passt zu unserer Spielunterlage, zu unserer Spielmatte, oder? Nicht schlecht. Und hier haben wir noch Zygarde. Die packen wir zur Seite und haben hier die Online-Code-Karten, die könnt ihr auch bei uns im Shop kaufen. Damit könnt ihr euch das Deck im Pokémon Online-Spiel freischalten. Mit welchem fangen wir an? Lugia oder Zygarde? Wir machen zuerst Zygarde, Kampf, Pflanze. Hier haben wir die kleinen Deckboxen. Die finde ich eigentlich echt schön. Die gab es früher bei Magic auch mal. Lang ist's her. So, und hier haben wir die Promokarte, die Holo-Promo aus dem neuen Set Schicksalsschmiede. Man sieht den Holo-Effekt hier auf der Kamera, glaube ich, nicht so gut. Ah doch, jetzt sieht man es da ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall Holo. So, also legen wir los. Da haben wir Zygarde. Die Decks sind wieder gemischt, wie immer. Und Karten sind natürlich doppelt enthalten. Deswegen fangen wir mal hier an. Da haben wir erstmal einen Haufen Pflanzenenergie. Da haben wir Potrott, Heiko, Riolu, Chilabel, Trank, Klassiker, Picochilla, Sesokiz, Efoserp, Pupitar, Serpifeu, Bomadame im Pflanzenumhang, Ressladero, Sanna, Bomi, Tierno, Lavital, ein Brief vom Prof, also Trainerkarten auch eine Menge dabei, wie ihr seht, Pokémon-Fanclub, was logisch ist, Efoserp, Tausch, Zygarde nochmal als Sternkarte, das heißt, wir haben hier einmal die Holo und einmal die Sternkarte. Ist wirklich nicht so einfach zu erkennen hier in der Kamera. Und dann haben wir wieder Serpifeu, Riolu, hatten wir schon Picochilla. Energietasche ist auch eine neue Karte aus Schicksalsschmiede. Serpiroyal auch aus Schicksalsschmiede, eine Sternkarte. Die zweite jetzt hier. Potrott, Tierno, Sesokiz nochmal, Ressladero und der Rest. Rockara ist auch noch neu, noch eine Sternkarte, die dritte. Sanna, Chilabel, Pupitar und den Rest hatten wir schon. Nein, Lucario ist auch nochmal neu, auch eine Sternkarte. Das heißt, wir haben vier Sternkarten. Zygarde, Lucario, Rockana, Rockana, jetzt habe ich an Sana gedacht. Rockara und was war das letzte? Serpiroyal, genau. Packen wir sie mal raus. Rockana. Das wäre auch mal ein Pokémon. Weiterentwicklung von Kleinstein. Wo ist Zygarde da? So. Also in Zygarde haben wir vier Sternkarten. Zygarde, Lucario, Rockara und Serpiroyal und noch Zygarde als Holo. Und jetzt gucken wir uns das Lugia-Deck an. Auf jeden Fall eine schöne Sache,
weil hier Feenenergien drin sein werden und die sind ja nicht so einfach zu bekommen, die gibt es ja noch nicht so lange. So, hier haben wir wieder die Box und haben als erstes Lugia als Holo-Karte, als Promo. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, schöne Karte. Und legen hier direkt los mit ein paar Feenenergien und dann kommt Mauzi, Heiko, Elfun, Finks, Hyperball, Rutena, Snubbull, Flurmel, der Pokémon-Fanclub, Sana, die Pokémon-Center-Dame, Pummeluff, Tierno, Waumboll, Kangama, ein Brief vom Prof, Feentropfen auch aus Schicksalsschmiede, neue Trainerkarte, hier haben wir Knuddeluff, Flurmel, Krakelo, die Energietasche nochmal, Finks, wieder Pummeluff, Mauzi, Kangama, Lavados, sehr schön, das heißt, wir haben Lugia und Lavados, zwei legendäre Pokémon dabei, als Sternkarte, Elfun, Snubbull, Finks, Rutena, Sana, nochmal Lugia, als Nicht-Holo, Waumball, Krakelo, Brief vom Prof, Mauzi, Tierno, Phenexis, als dritte Sternkarte, Feuer-Pokémon, und dann noch Knuddeluff und Flurmel sowie Relaxo, unsere vierte Sternkarte, und noch eine Feuerenergie. Das heißt, auch bei Lugia haben wir vier Sternkarten, Lavados, Lugia, Phenexis, Relaxo und die Lugia-Holo-Karte. Und das Gute an dem Lugia-Deck ist natürlich, hier hat man leicht eine Möglichkeit, an Feenenergien zu kommen, denn wie gesagt, die sind nicht so einfach zu bekommen, sind ja auch noch brandneu. So, das waren die beiden Themendecks, Himmelshammer und Donnerambus, jetzt wollte ich schon Schicksalsschmiede sagen. Könnt ihr beide bei uns im Shop günstig kaufen. Link packe ich euch in die Beschreibung. Die Einzelkarten haben wir auch da, wenn ihr nur einzelne Karten aus den Decks haben wollt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar weitere Schicksalsschmiede-Videos. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage bis dann.